Gleich bei TV Berlin aktuell. Stellvertretende SPD-Landesvorsitzende begrüßt Votum der Parteibasis. Wie geht's weiter mit der Schneckenbrücke in Reinickendorf und Klimaschutz auf dem Bundespresseball? Hallo und herzlich willkommen zu TV Berlin aktuell, unserem Magazin auf TV Berlin. Für viele war es ein Überraschungssieg. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans überzeugten die SPD-Mitglieder. Die Favoriten Clara Geiwitz und Olaf Scholz erhielten eine deutliche Abfuhr der Basis. Die neuen Vorsitzenden der angeschlagenen SPD werden zwar erst am Wochenende auf einem Parteitag gewählt, aber das politische Beben spürt man bereits jetzt. Denn für die Große Koalition ist die neue Führung durchaus eine Bedrohung. Wie reagiert der Landesvorstand der Berliner SPD auf die Entscheidung der Basis? Ich habe heute Nachmittag die stellvertretende Landesvorsitzende Iris Spranger gefragt. Ich bin zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe sie auch beide gewählt, weil ich glaube eigentlich, dass wir neue Themen auch setzen müssen. Das haben die beiden ja vorher auch schon gesagt. Wir als Berliner Landesverband haben ja sehr klar gesagt, dass das Klimapaket nicht so ist, wie wir uns das vorstellen, weil wir in Berlin ganz was anderes noch brauchen. Die gesamte Mietenpolitik ist ja Bundesrecht, muss auf den Kopf gestellt werden, das muss nochmal verändert werden. Und da habe ich einfach die Hoffnung, dass mit den beiden in der Führung dann natürlich über den Parteitag dann auch gewählt, das natürlich dann auch entsprechend diskutiert und dann auch gemacht wird. Das heißt, Sie wollen durchaus nachverhandeln und wenn es hart kommt, auch rausgehen aus der Koalition? Ja, so sehe ich das und so habe ich das auch überall gesagt, weil ich habe ja immer die Große Koalition für die SPD sehr kritisch gesehen, weil das, was uns in Berlin auch beschäftigt, die Mietenpolitik, mir viel zu kurz kommt und die CDU, CSU sich da überhaupt nicht auf uns hin bewegt und zugegebenerweise die SPD das immer versucht hat. Das muss ich meinen Kolleginnen und Kollegen natürlich zugestehen. Aber die CDU, CSU sagt ja schon ganz deutlich, dass sie eigentlich nicht nachverhandeln wollen. Und ich gehe dann auch davon aus, da muss auch die Partei, weil die Partei hat jetzt auch die Führung, muss dann auch sagen, dann muss geordnet aus der Großen Koalition rausgegangen werden. Nun ist es so, dass die Große Koalition ja durchaus aber auch was erreicht hat, und zwar speziell die SPD. Das hat man ja schon das Gefühl gehabt, man hat hier gar nicht so eine Bringschuld, sondern vor allem ein Kommunikationsdefizit. Ich schätze das natürlich sehr, was meine Kolleginnen und Kollegen in der Bundestagsfraktion und natürlich auch die Ministerinnen und Minister gemacht haben, obwohl ich Olaf Scholz mit seiner schwarzen Null als ehemalige Finanzerin zu Zeiten, wo die Zinsen niedrig sind, natürlich das komplett anders sehe, dass man investieren muss. Es muss eigentlich ein Investitionshaushalt sein, was man verabschiedet. Aber ich denke einfach, es ist auch zu viel gleichgeschaltet. Die Unterscheidbarkeit ist kaum gegeben. Und deshalb rate ich eigentlich auch meiner SPD, wenn dort überhaupt keine Bereitschaft zu Nachverhandlungen sind, dann auch wirklich aus der Großen Koalition rauszugehen. Bei der SPD hat es bisher nicht unbedingt nur gut getan, dass sie dort drin waren. Und eine Spaltung, befürchten Sie die dauerhaft? Denn Sie haben ja durchaus auch einige Genossen, die sehr gerne in der Koalition drin bleiben. Natürlich. Wir sind eine Volkspartei und das muss man anerkennen, ne? Dass es auch viele gibt, die sagen, nein, bitte bleibt drin. Ich sage immer, man kann auch staatstragend untergehen, aber das akzeptiere ich völlig. Aber die Partei hat sich jetzt entschieden und 8% sind doch eine ziemliche Zahl. Und da die beiden, die jetzt die Führung dann übernehmen und übernommen haben, dann nach dem Parteitag, ja ziemlich deutlich auch gesagt haben, was sie von einer Großen Koalition halten, denke ich, wird das auch eine Partei nicht nur aushalten, sondern dann natürlich auch akzeptieren. Und auch die Genossinnen und Genossen, die jetzt noch sagen, bitte bleibt drin, glaube ich, die werden sich dann auch überzeugen lassen. Vielen Dank, Frau Spranger.
SPD-Staatssekretärin Sauschan Cepli hat am Montag eine an sie gerichtete Morddrohung auf Twitter veröffentlicht. Cepli wird darin unter anderem rassistisch beleidigt und dazu aufgefordert, bis zum 24. Dezember von ihrem Amt als Staatssekretärin für bürgerliches Engagement und Internationales zurückzutreten. In dem Brief wird unter anderem mit einer rechtsextremistisch geleiteten Mordserie gedroht, auf deren Liste neben Sauschan Cepli auch die Politiker Cem Özdemir und Claudia Roth von den Grünen sein sollen. Cepli ist häufig Opfer von Beleidigungen und Drohungen auf sozialen Medien. Im Oktober vergangenen Jahres deaktivierte sie ihren Facebook-Account wegen einer Vielzahl von Hassnachrichten. Die Berliner Polizei hat in diesem Jahr deutlich mehr Übergriffe gegen schwule Männer, transsexuelle und lesbische Frauen registriert. Bis Ende September wurden 261 Beleidigungen, Bedrohungen und Angriffe erfasst, wie Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag bei einer Preisverleihung des Bündnisses gegen Homophobie sagte. Im Vorjahreszeitraum waren es nach letzten offiziellen Zahlen 184 Übergriffe. Die Tatorte lagen meist in den Stadtteilen Mitte, Schöneberg, Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln. Slowik sprach von einer zunehmenden Polarisierung in der Gesellschaft und einem Anstieg der Hasskriminalität in vielen Bereichen. Fahrer alter Diesel haben nach Einschätzung der Gewerkschaft der Polizei in den Fahrverbotszonen in Berlin nicht allzu viel zu befürchten. Der Personalkörper der Berliner Polizei gebe es nie im Leben her, dass sie alle Verbotszonen im Blick behielten und dort regelmäßig kontrollieren könnten, teilte die Gewerkschaft am Montag mit. Die Fahrverbote seien unter den gegebenen Voraussetzungen nicht kontrollierbar. Die Gewerkschaft fordert eine automatisierte Kennzeichenerkennung in den betroffenen Straßenabschnitten. Der Senat hatte im Juli Dieselfahrverbote für mehrere Stellen in der Hauptstadt beschlossen, um die Stickoxidbelastung zu senken. Seit kurzem stehen Verbotsschilder an der Silbersteinstraße und der Hermannstraße in Neukölln sowie an der Stromstraße in Moabit. Dort sind Straßenabschnitte für Dieselautos und Lastwagen bis einschließlich Abgasnorm Euro 5 tabu, um die Luftqualität zu verbessern. Wer mit seinem Auto erwischt wird, müsste nach geltender Rechtslage ein Bußgeld von 25 Euro zahlen. Bei Lastwagen sind es 75 Euro. Bei diesem Ball will man nicht nur strahlen, sondern selbstverständlich auch am Puls der Zeit sein. Wenn die Hauptstadtpresse einmal im Jahr gemeinsam mit der Politik das Tanzbein schwingt, gilt es, das Event unter eine aktuelle Überschrift zu setzen. Und so zeigte sich der Bundespresseball am Freitagabend klimaneutral. Das reichte meiner Kollegin Raquel Crawford aber nicht. Sie hakte nach, und zwar auf dem roten Teppich. Herzlich willkommen. Heute findet zum 68. Mal der Bundespresseball hier im Hotel Adlon statt. Der Bundespresseball steht für den Ort Pressefreiheit und die wird heute gefeiert. Auch steht der Bundespresseball heute unter dem Motto Wandel, klimaneutral. Das heißt, der Teppich, wie der rote Teppich hier, ist aus klimaneutralen Materialien wie Fischernetze und Recycled Plastik. Es gibt zigtausende von Strohhalmen, die sind aus Glas. Und die Gäste, die kommen an, natürlich klimaneutral. Der Bundespresseball wird feierlich gleich eröffnet mit einem Walzer von unserem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und seine Frau. Bevor ihr die schönsten Bilder des Eröffnungstanzes vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und Elke Bühnenbender seht, frage ich die Gäste des Abends, wie klimaneutral sie leben. 2300 Gäste haben sich zum Bundespresseball angemeldet. Dazu gehören wie in jedem Jahr zahlreiche Minister der Bundesregierung, die Spitze und Mitglieder des Bundestags, Verleger, Chefredakteure, Intendanten sowie bekannte Schauspieler und Moderatoren. Der Bundespresseball steht wieder an. Wie wichtig ist wohl für Sie auch der Bundespresseball? Es geht ja darum, dass man auch im guten Kontakt mit der Presse ist und dass wir ja eine Zusammenarbeit auch haben mit vielen guten Journalisten, die über unsere Politik berichten. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, nicht nur gute Politik zu machen, sondern auch verständlich und gut darüber zu sprechen. Und das ist ja immer wieder eine Übersetzungsleistung manchmal, die komplizierte Sprache der Ministerien in ein verständliches Deutsch. Das ist auch mir ein großes Anliegen.
Und insofern freue ich mich einfach, heute viele bekannte Gesichter zu treffen und einen schönen Abend zu haben. Der Ball steht ja unter dem Motto Wandel klimaneutral. Wie leben Sie denn auch zu Hause ein bisschen neutral, klimaneutral? Naja, ich sag mal, für mich war immer Sparsamkeit mit den Ressourcen auch wichtig, auch schon vor vielen Jahren. Als Kind, ich habe das auch von meinen Eltern so mitgegeben bekommen, dass eben Strom sparen, Wasser sparen auch wichtig ist. Und das kann man jeden Tag im Alltag. Das fängt mit dem Mülltrennen an und geht eben darüber, wie man mit den eigenen Ressourcen umgeht. Und ja, ich finde das gut, dass es ein Thema ist. Wir haben heute in Berlin ja die großen Demonstrationen auch in der Stadt gehabt und wir müssen uns alle um dieses Thema auch kümmern. Und als Jugendministerin kann ich sagen, ich freue mich, wenn junge Menschen sich politisch engagieren und sich einsetzen. Auch für ein Thema, was natürlich zur Zukunft unseres Landes auch dazugehört. Am Tisch des Bundespräsidenten saßen dieses Jahr diese Schauspieler-Ehepaar. Diniert ihr, das ist ja nicht alle Tage, mit dem Bundespräsidenten. Seid ihr aufgeregt? Nein. Nee, aber wir freuen uns sehr. Also insofern freudig aufgeregt. Der ganze Bundespresseball steht unter dem Motto Wandel klimaneutral. Lebt ihr auch zu Hause ein bisschen klimaneutral? Versucht ihr schon? Ja, unbedingt. Also sogar unsere Söhne verzichten jetzt größtenteils darauf, Fleisch zu essen. Der Große ist Vegetarier, ich eigentlich auch, also bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und ich sündige immer seltener. Wie leben Sie denn zu Hause? Ein bisschen klimaneutral? Ich versuche natürlich auch alles an unnötigen CO2-Ausstoß, an unnötigen auch Umweltschutz ist das gleiche Thema. Es geht ja nicht nur um Klimaschutz, sondern auch Umweltschutz, an unnötige Müll und Verpackungen zu vermeiden. Aber es geht mir genauso wie jedem anderen Bürger auch. Manchmal fällt es leichter und manchmal etwas schwerer. Der Bundespresseball steht unter dem Motto Wandel klimaneutral. Leben Sie auch irgendwie klimaneutral zu Hause, die Glühbirnen ausgetauscht? Ich sage jetzt mal was ganz Unpopuläres. Ich lebe einfach so. Habe immer noch dasselbe Auto. Wird natürlich immer älter, also auf die Ressourcen achte ich schon. Diesel oder Benzin? Diesel, ja, wurde ja gefördert. Das fahren Sie bis zum Ende, ne? Dann fahre ich bis zum Ende, bis zum Schluss und will jetzt nicht noch Ressourcen verschwenden. Nee, wollen wir mal sehen, wie es so weitergeht. Ich bin ja ein bisschen leichter Skeptiker. Ne? Der Bundespresseball hat eine ganz, ganz, ganz besondere Bedeutung. Warum? Weil die Presse eine besondere Bedeutung hat. Und vielleicht sind viele bei uns in unserem Land gar nicht sich bewusst, was es bedeutet, eine unabhängige, eine freie Presse zu haben. Für mich sind die Journalisten und die Journalistinnen ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Demokratie. Die freie Presse ist die vierte Säule in einer Demokratie. Und einmal im Jahr ist es auch ein Ball, um sie zu feiern, ihre Arbeit zu feiern. Wenn man sich auch manchmal ärgert oder denkt, warum komme ich jetzt nicht vor? Ich bin doch die Wichtigste überhaupt auf der Welt. Aber dieses Bewusstsein, was wir verlieren würden, wenn die Presse auch in unserem Land angreifen, gewinnen würden, das muss vielleicht auch in so einem Abend mal gesagt werden. Der Ball steht heute unter dem Motto Wandel klimaneutral. Wie leben Sie zu Hause? Auch klimaneutral? Versuchen Sie? Ich versuche so gut ich kann, natürlich. Ich gucke, woher kriege ich meinen Strom, wie bewege ich mich, wie sieht Mobilität aus. Ich versuche schon zu wissen, was ich esse und woher es kommt, aber es wäre nicht aufrichtig, wenn ich sagen würde, ich kann immer 100% klimaneutral arbeiten, leben oder mich fortbewegen. Aber ich finde sehr gut, dass es immer mehr zum Thema wird. Jetzt freue ich mich auf den zahlreichen Köstlichkeiten, die der Ball zu bieten hat. Die 2000 Flaniergästen konnten an 18 Foodständen die unterschiedlichsten Leckereien zu sich nehmen. Und nach einem köstlichen Cocktail versuche auch ich, mein Glück im Casino. Mit Spiel, Spaß, kulinarischen Höhenflüge wurde traditionell und ausgelassen gefeiert und macht den Bundespresseball auch dieses Jahr wieder zu einem rauschenden Fest.
Weit und breit ist sie für die Fußgänger die einzige Verbindung von Borsigwalde nach Tegel, die Schneckenbrücke. Seit Jahren müsste sie dringend renoviert werden, doch der Senat verschiebt immer wieder den Start der Sanierungsarbeiten. Rick Schütze ist nach Tegel gefahren und hat sich nicht nur die Brücke genauer angeschaut, sondern sich auch erkundigt, warum hier nichts passiert. Wir sind heute in Tegel und zwar auf der sogenannten Schneckenbrücke. Diese verbindet Borsigwalde mit Tegel. Es ist eine Fußgängerbrücke und die extrem sanierungsbedürftig sein soll. Ich treffe mich jetzt mit dem Tim Christopher Zehen von der CDU, denn der setzt sich schon seit 2015 dafür ein, diese Brücke zu sanieren. Und in der Zeit hat das Abgeordnetenhaus mehrere Male den Termin der Sanierung verschoben. Und jetzt aktuell ist er auf 2021. Und bei dem frage ich jetzt mal nach, was hier eigentlich das Problem ist. Herr Zehen, warum ist es denn so wichtig, dass die Brücke saniert wird? Es gibt nicht viele Querungsmöglichkeiten zwischen Tegel und Borsigwalde. Es gibt zwei Autoverbindungen an beiden Enden des Ortsteils und dann gibt es für Fußgänger und Fahrradfahrer die Schneckenbrücke. Und die wird insbesondere in den Ballungsstunden morgens, abends extrem gut genutzt und ist stark sanierungsbedürftig. Und was muss denn genau gemacht werden an der Brücke? Weil so sieht sie ja, okay, bisschen dreckig und noch so, aber steht's. Ja, genau, da steht's. Was ist denn die größten Mängel dort? Die größten Mängel sind im Bereich der Traglast. Das ist das, was uns gesagt wird. Auch die Asphaltdecke, wenn man nachher ein bisschen rüberläuft, sieht man das. Der kommt immer wieder hoch. Also wir reden hier von einer grundhaften Sanierung der Bausubstanz. Also man muss nicht abreißen. Das ist kein Ersatz, der hier gemacht wird, sondern man kann den Bestand sanieren. Aber da muss eben im Bereich der Traglast muss einiges getan werden. Und das gilt auch für den Bodenbelag. Jetzt Lampen haben Sie auch schon angesprochen, hier vorne ist eine und ideal wäre natürlich auch auf der Brücke wahrscheinlich Lampen anzubringen, oder? Da gibt es gar nichts, es ist stockeduster. Nein, es ist gerade in dieser dunklen Jahreszeit. Ich meine, ab 16.30 Uhr ist es hier dunkel und es ist auch Schulweg. Viele Kinder, Jugendliche von Borsigwalde laufen in die Hallen am Borsigturm, verbringen dort sozusagen ein bisschen ihrer Freizeit. Es ist für viele auch ein Schulweg. Also ich möchte einfach, dass hier Sicherheit durch Licht entsteht. Und auch das gibt es eine gute Möglichkeit, eben die Sanierung zu nutzen, um auch Licht auf die Brücke zu bringen. Warum hat der Senat es jetzt dreimal verschoben? Er wird es auch weiter verschieben, ist meine Befürchtung. Es wurde erst 2017 zugesagt, dann 2019, jetzt reden wir über 2021. Es fehlt offensichtlich an Fachpersonal. Und das ist deshalb dramatisch, weil es viele Brücken im Land Berlin gibt, die sanierungsbedürftig sind. Und es macht mir große Sorge, dass wir Brücken auf der einen Seite eben erklären, dass sie sanierungsbedürftig sind, auf der anderen Seite eben nicht genug Fachpersonal haben. Also hier schlittert man seit Jahren sehenden Auges in große Probleme. Also ist es tatsächlich so, dass Fachpersonal fehlt oder ist es nur ein Vorwand? Naja, das ist die Antwort, die ich bekommen habe und die glaube ich auch. Ich glaube, dass das stimmt. Es fehlt an Fachleuten. Brückenbau ist kompliziert. Es ist auch eine Sicherheitsthematik. Natürlich ist es kein Gehweg, sondern es ist auch eine statische Frage. Hier fährt die Bundesautobahn unten drunter. Hier haben wir einen Zugverkehr durch die Berliner S-Bahn. Also ich möchte schon, dass das ordentlich auch geprüft wird. Es fehlt tatsächlich an Fachleuten. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Brücke sanierungsbedürftig ist. Und was uns vor allen Dingen ärgert, wir wollten ja eben während der Sanierung auch gerne so einen Facelift machen. Also einfach ein bisschen Frische wieder reinbringen. Man sieht es nämlich, die Brücke ist auch wirklich in einem jämmerlichen Zustand. Stark beschmiert, jetzt ist auch gefährlich, weil es nachts nicht ordentlich beleuchtet ist. Also es gibt eine ganze Menge an Dingen, die wir gerne mitmachen wollten während der Sanierung und auch das verschiebt sich Jahr um Jahr. Also aus meiner Sicht macht es Sinn, hier mal ganz grundhaft über nachzudenken, wie man Tegel, Borsigwalde und auch den weiteren Verlauf des Bezirks, also es ist ja nicht nur eine Frage dieser beiden Ortsteile, sondern eigentlich geht diese Autobahnstrecke und auch die S-Bahn-Strecke quer durch den Bezirk und teilt ihn unnatürlich in mehrere Hälften. Und das könnte man sicherlich durch eine kreative Idee an der Stelle ändern. Also ich habe vorgeschlagen, dass man mal eine Planung mal vollzieht, was beispielsweise einen Deckel über die Autobahn, einen Komplettdeckel über die Autobahn kosten würde. Und im gleichen Zug könnte man aus meiner Sicht auch die S-Bahn verlagern. Man würde unglaublich viel Fläche gewinnen hier in Tegel und könnte eben auch diese unnatürlichen Barrieren zwischen den Ortsteilen einfach dadurch auflösen, dass man vielleicht mit 1, 2, 3 neuen Straßenzügen einfach ein bisschen mehr den Verkehrsfluss auch vielleicht aufteilen kann. Was sind jetzt so Ihre nächsten Schritte? Weil Sie sind ja da schon sehr hinterher und auch euphorisch da dran. Naja, bei den Haushaltsberatung Land Berlin momentan laufen, ist beim Thema Personalmittel, Verstärkungsfragen müssen wir hingucken. Wenn in dem Bereich Fachleute fehlen, dann müssen wir fragen, erstens liegt es daran, dass nicht die ausreichend Stellen geschaffen sind. Da können wir helfen oder können die Stellen nicht besetzt werden. Also wir fragen jetzt regelmäßig nach und gucken es uns an. Und da geht es dann auch einfach um die Ausfinanzierung von Arbeitsplätzen in der Verwaltung. Ja, da ist auf jeden Fall noch einiges zu tun mit der Sanierung an der Brücke. Wir werden Sie auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und damit gebe ich wieder zurück zu dir, Agnes.
Ob Enkeltrick oder andere miese Methoden, immer wieder werden gerade ältere Menschen Opfer von dreisten Trickbetrügern. Wie man sich davor schützen kann, Claudia Pattatsch hat sich informiert. Bei Anruf Betrug. Immer häufiger kommt es vor, dass Senioren Opfer von Betrügern werden. Mittlerweile findet dies aber nicht nur an der Haustür statt. Auch über das Telefon werden Straftaten verübt. Eine neue Masche ist der falsche Polizist. Was es damit auf sich hat, weiß der Polizeioberkommissar Michael Kühl. Das ist ein Täter, der ruft aus dem Ausland an, gezielt Senioren und gibt sich am Telefon als Polizeibeamter aus. Eine Geschichte, stellen Sie sich vor, es klingelt um 1 Uhr nachts das Telefon. Ne? Was denken Sie, wenn nachts um 1 das Telefon klingelt, da ist irgendwas passiert. Und so geht es natürlich auch den älteren Menschen. Man ist sofort aufgeregt wahrscheinlich, hat so ein schlechtes Gefühl. Und da sagt er am Telefon, schönen guten Tag hier oder guten Abend hier, spricht die Polizei. In Folge kommt es dann zu einer Geschichte, die der Täter erzählt. Zum Beispiel, ein Einbruch ist bei Ihnen geplant. Man hat einen Täter festgenommen. Bei dem Täter hat man bei der Durchsuchung die Adresse und den Namen von Ihnen gefunden. Und wir gehen davon aus, dass in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen bei Ihnen eingebrochen wird. Ihr Geld ist momentan nicht sicher, aber die Polizei, wir kümmern uns. Wir schicken einen verdeckten Ermittler zum Beispiel vorbei, der nimmt Bargeld, Schmuck von Ihnen in Verwahrung. Tun Sie alles in Karton, in einer halben Stunde ist er da, der holt das bei Ihnen ab. Ganz häufig diese Art und Weise, gibt verschiedene Varianten. Leider ab und zu fallen die Senioren darauf rein und übergeben dann diesem fremden Menschen Bargeld und Schmuck. Senioren sind ein beliebtes Ziel der Betrüger. Dafür gibt es zahlreiche Gründe. Senioren sind meist das Opfer von diesen Tricktätern, Enkeltrick und auch der falsche Polizeibeamte, weil Senioren oft alleine zu Hause leben. Ne? Da hat man also nicht die Möglichkeit, sich mit jemandem mal kurz abzusprechen und sich, im Grunde, würdest du das tun oder nicht? Man ist alleine, man ist in dieser Situation auf sich gestellt. Dann sind Senioren auch eine Altersgruppe, die oft Bargeld zu Hause haben. Ne? Eine junge Familie, ein alleinstehender junge Dame oder Mann, da ist nicht so viel zu holen. Aber Senioren wollen halt oft nur einmal im Monat zur Bank. Manchmal traut man vielleicht auch der Bank nicht mehr und hat sein Erspartes, seinen Goldschmuck zu Hause. Das wissen die Täter ganz genau. Senioren hören vielleicht manchmal auch nicht mehr so gut, sehen nicht mehr so gut. Und die Möglichkeit, mit Stress umzugehen, die lässt im Alter leider nach. Die Senioren, die sind natürlich so erzogen und ist einfach dem Alter auch bedingt, für die ist der Polizeibeamte der Schutzmann, der alte Schutzmann, und dem kann ich immer vertrauen. Ne? Und am Telefon natürlich, vielleicht reagiert man auch so, das ist der Schutzmann, der mich anruft, der möchte ja nichts Böses. Aber dieses Misstrauen ist heutzutage wirklich angebracht, man muss sich rückversichern. Die Polizei ruft sie nicht an, wir nehmen kein Bargeld, kein Schmuck in Verwahrung. Informationen, wie man sich vor solchen Übergriffen schützen kann, gibt es zuhauf. Die zuverlässigste Anlaufstelle ist die Polizei Berlin. Hier gibt es verschiedene Wege, um sich zu informieren. Einmal natürlich über Internet. Ne? Dort steht eine ganze Menge, wenn man auf die Homepage der Berliner Polizei geht und dort unter Prävention, Seniorensicherheit, findet man schon eine ganze Menge. Jetzt haben natürlich nicht alle Senioren zu Hause eine Internetanbindung. Eine Möglichkeit wäre, bei mir auf der Dienststelle anzurufen, sagen, ich hätte ganz gern Informationen dazu. Können Sie die Senioren gerne zu uns kommen? Den letzten Dienstag im Monat, ne, um 14 Uhr bei meiner Dienststelle Columbia Ramp 4 am Flughafen Tempelhof findet jeden Dienstag, den letzten Dienstag, eine Seniorenberatung statt. Da kann sich jeder anmelden und da gibt es die Informationen. Ganz, ganz wichtig ist, und das ist, muss man sich merken, die Polizei nimmt niemals, wirklich niemals Bargeld und Schmuck in Verwahrung. Jeder, der Ihnen sowas am Telefon erzählt, das ist ein Betrüger. Ich gehe sogar einen Schritt noch weiter. Wann sind Sie mal von der Polizei angerufen? Weil die Polizei ruft Sie in der Regel nicht an. Sie rufen die Polizei an, wenn Sie was benötigen. Wenn Sie also einen Anruf von der Polizei bekommen, seien Sie auch da ganz, ganz misstrauisch. Gehen Sie davon aus, das könnte ein Betrüger sein. Und in dem Fall, was macht man am besten? Man legt auf und dann ruft man einfach mit der 110 die Polizei an. Vertrauen ist gut, Information ist besser. Bevor man selbst zum Opfer wird, hilft es nur, frühzeitig mit richtiger Präventionsarbeit dagegen zu steuern. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Webseite des LKA für Prävention oder unter der Telefonnummer 030 4664 979 001. Was ist los in Berlin? Hier kommen unsere Veranstaltungstipps.
Es weihnachtet schon mächtig. Die Großen flitzen und hetzen und auch für die Kinder gibt es noch viel zu tun. Wunschzettel schreiben, Weihnachtslieder singen, Gedichte üben und Plätzchen backen. Zwölf begeistert mit bekannten und ganz neuen Weihnachtsliedern, mit pfiffigen Texten, mitreißender Musik und lüftet sogar noch ein großes Weihnachtsgeheimnis. Los geht es morgen um 10 Uhr auf der Astrid-Lindgren-Bühne im Veeds Berlin. Deutlich politischer wird es morgen in der Distel, denn es heißt Manege frei für Zirkus Angela. Denn der Politbetrieb sei ein einziger Zirkus, so sagt es zumindest die Distel. Los geht es um 20 Uhr und Karten gibt es ab 18 Euro. Bunt und verrückt geht es heute im Kater Blau zu. Die Partyreihe ist Programm. 42 Katzen tanzen auf dem Tische. Lassen Sie sich fallen ins Berliner Nachtleben und kommen Sie ins Kater Blau. Die Party geht schon seit gestern Mittag und der Eintritt kostet ab 10 Euro. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ist es überwiegend dicht bewölkt und das Thermometer sinkt auf 1 Grad. Am Dienstag kann sich die Sonne den ganzen Tag nicht durchsetzen und es wird auch vereinzelt regnen. Das Quecksilber steigt maximal auf 5 Grad. Und der Ausblick, auch am Mittwoch ist die Wolkendecke geschlossen, dafür bleibt es aber trocken. Am Donnerstag erwartet uns dann ein richtig schöner Tag mit bis zu 6 Sonnenstunden. Leider bleibt es aber bei diesem kurzen Intermezzo. Am Freitag zieht sich der Himmel wieder zu und es wird auch immer wieder Regenschauer geben. Am Mittwoch erreichen die Höchstwerte 7 Grad, am Donnerstag 3 und am Freitag 5 Grad. Ab Donnerstagnacht wird es dann auch wieder frostig. Soweit von uns, liebe Zuschauer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut und vor allem passen Sie auf sich auf.